Moin moin Leute, ich begrüße euch recht herzlich zur 17. Folge der Bounty Hunter Karriere. Nun haben wir das Patch 3.12.1 und nun ja, mit diesem Patch ist auch die Reputation wieder bei Null. Das heißt, wir müssen da nochmal alle Missionen neu spielen, damit wir die Aufträge und das auch alles so wieder kriegen. Ja. Und darum denke ich, fangen wir einfach mal mit den Bounty Hunter Missionen an, uns das wieder aufzuarbeiten, dass wir da wieder gut Geld verdienen können. Als erstes schauen wir mal bei Schiffe rein. Ich denke mal, ja, ich nehme das Sentinel. Da haben wir es so. Die hatte ich eben schon rumgeklickt. Was ich gesehen habe, so wie es aussieht, bei den Antrieben zum Beispiel XL1, da hatte ich 5 Stück vor dem Patch. Jetzt ist es ein einziges noch, das irgendwo verbaut ist. Das heißt also, dass sehr viel an Sachen wohl wieder weg ist. Bei den Coolern fehlt auch so einiges, weil da hatte ich mir schon echt was. Zum Beispiel bei den Avalanche, ja, es sind nur noch 6, da waren schon ein paar mehr, aber okay. Bei den Triebwerken, 2 davon, das hatte ich auch schon reingebaut. So, schauen wir mal bei den Waffen. Sand, ja, das von beiden 1 da. Ist aber auch insgesamt zu wenig. Gehe ich mal auf die Attritions. Attrition 4, nur noch 2 Stück. Unschön, sehr unschön, dass er einem das immer klaut. Okay, hier baue ich den Gelderin ein. Hier hatte ich auch einiges nachgekauft. Laser Repeater. Ich möchte Laser Repeater dran. So, da. So. So. Speichern wir das mal ab. So, und dann schauen wir uns doch mal die Cutlass an. Ja, der kriegt ein freies Nova verpasst. Tja, da hatte ich auch über 6 Stück von gehabt, von den Avalanche-Repeatern. Die waren gar nicht mal so billig. Das ist immer sehr unschön, dass er einem das Zeugs immer klaut. Aber nun ja, ist eine Alpha. Nehmen wir uns mal die Sentinel, wie gesagt. Ja, was sich noch geändert hat bei diesen Aufgaben, das ist
ist es, dass wenn wir eine Bounty-Aufgabe machen und während der Aufgabe von dem Bounty getötet werden, dann ist die Aufgabe ein Misserfolg. Also haben wir jetzt nicht mehr, so wie es früher der Fall war, weiß was ich nicht, also endlos Möglichkeiten, bis wir es endlich mal geschafft haben, eine Mission, sie zu wiederholen, beziehungsweise wieder neu hinzufliegen und ja, quasi von vorne anzufangen, den Gegner niederzumachen. Hangar 7 war das, ne? Ja. Das heißt, man muss jetzt schon ein bisschen mehr darauf achten, dass man auch am Leben bleibt. Finde ich nicht verkehrt. Das macht dann auch die Miles Eckert-Missionen mit der Hammerhead und der Idris am Ende eine ganze Ecke interessanter. So, da sind wir dann in einem, ja, man kann sagen, Lieblingsschiff von mir. Es gefällt mir ein. Es fliegt sich gut, hat gut Power. So, einmal die Kiste an. So. Einmal die Tore für uns öffnen lassen vom Landing Service. You are clear to launch. Und da sieht man jetzt schön, wie da oben das Deck aufgeht, damit wir da rausfliegen können. Das dürfte jetzt reichen. Dann probieren wir doch mal abzuheben. Was? Kaum durch und schon wieder am Zugehen. Ja, da könnten sie sich dann auch mal ein bisschen mehr Zeit für lassen. So. Ja, was ist da los? Irgendwie nimmt er kein Gas an von meinem Sidestick. Überhaupt keine Geschwindigkeitsannahme. So, ziehen wir langsam hoch. Schauen hier mal rein. Jens. Ah ja, ich weiß, ich weiß. Nee, nochmal Options. Die Bindings. Flight. One Setting. Control. Den noch einbinden. Start. So. Den und Load. Dann sollte es eigentlich wieder funktionieren.
Jo, und schon wieder funktioniert das mit dem Hubregler auch. So, einmal hoch nach Everest Harbor. Da ist es ja. Immer hinter einem, ne, wenn man sucht. Aber so kennen wir es ja. Schild hin. Kommt Waffen hin. So wollen wir das haben. Dann einmal die Landeerlaubnis zum Verorten holen. Please proceed to assigned landing bay. Und dann holen wir uns mal den ersten Auftrag für die Bounty Hunter Karriere. Target, ein very low risk target. Also das Einfachste vom Einfachsten sozusagen. Oh. Gehen wir einmal auf die Map. Toll. Wie immer funktioniert sie nicht. Ich hasse die Map. So, einmal schubsen, einmal Map und dann geht sie wieder, komischerweise. So. So, ich denke mal, hier in diese Folge, da packen wir nur ein, zwei Dinger rein. Für den Aufbau der Bounty Hunter Reputation. Und weil wir das ja alles schon in den Bounty Hunter Folgen quasi drin haben.
brauchen wir das eigentlich nicht wieder neu wiederholen für die Karriere. Beziehungsweise, ja, bei Twitch könnte man es auch machen, ja. So, da haben wir das arme Ziel. So. Eine Eclipse. Passt aber eigentlich auch nicht zu dem Very Low Target. So, das ist sein Kumpel. Mit einer Vanguard Warden. Dafür müssten wir Call to Arms annehmen. Machen wir auch mal eben. Na komm. Ja, kommen da noch mehr Kumpels von ihm. Wie gesagt, also einfach immer nur das Hauptziel wegballern und sich eigentlich gar nicht mit diesen anderen Schrott befassen. Weil wie viel gab es da jetzt für Call to Arms für den dafür? Ja. Und es werden ja auch immer irgendwie mehr Feinde. Wofür man dann so ein bisschen was kriegt, aber... Ja, der dürfte schon gar nicht mehr fliegen, wie der aussieht. So, gucken wir, was haben wir jetzt noch an Feinden. Schießt sogar einer mit Raketen auf uns. Oh. Eine Aurora. Das hier war eine Avenger. Also wenn man das alles immer mit wegschießt, dann, ich sag mal so, für diesen Gegner, ja, gibt es jetzt 500 dafür oder sowas, keine Ahnung, 1000, okay. Aber ist schon sinniger, wenn man sich dann sozusagen auf den Hintern setzt und Missionen letztendlich eben macht. So. Dann haben wir hier noch einen Bounty Hunter Contractor für 4000 für Hursten. Nehmen wir den mal gleich mit an. All das ist genau das, was wir schon kennen. Eben halt die Missionen quasi alle noch mal hochspielen. So, da sollen wir hin.
Ah, bei diesen Aufträgen da. Okay, für die Ninetales, für die Dusters. Ja, da wird man dann wahrscheinlich so einige spielen müssen, bis dann auf dem Server die große Mission kommt. So nach dem Motto, dass man sich vorher wahrscheinlich einen bestimmten Ruf erarbeitet haben muss. Damit die Event-Mission hier auftaucht. Ja, das heißt dann muss man ein bisschen verfliegen. So, dann fliegen wir da mal ein bisschen hin. So, eine Avenger Stalker. So. Machen wir dann einfach auf Entfernung. Tja, dann möchte ich ja natürlich auch gleich die Gruppe haben. Aber nun ja, vielleicht muss man da ja ein bisschen abwarten. Schauen wir mal. Wenn es soweit kommt, dass ich zum Event hinkomme, dann werde ich mal schauen, was wir da aufzeichnen können. Aber ich sag mal, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und alles Gute. Schaut mal wieder rein. Ich sag da mal, bis denne dann. Tschüss.